Soweto, morgens um 6:30. Kerwin Abdul muss los, verabschiedet sich von seiner Mutter und seiner Nichte. Der 44-Jährige muss pünktlich bei der Arbeit sein, seit er Busfahrer ist. Selbst kann er allerdings nicht mit dem Bus zur Arbeit fahren, weil die nächste Haltestelle zu weit weg ist. Stattdessen nimmt er ein Sammeltaxi. Die Minibusse sind das wichtigste Verkehrsmittel Südafrikas und fahren auf bestimmten Routen ohne Fahrplan. Den Fahrpreis muss man jeweils aushandeln. Bis vor kurzem war Kerwin Abdul selbst noch Taxifahrer. Er hatte sogar ein eigenes Fahrzeug. Als Taxifahrer bleibst du dauernd liegen. Du hast ständig Auseinandersetzungen mit anderen Fahrern. Die Fahrer von anderen Taxigesellschaften arbeiten auf deiner Strecke und nehmen dir die Fahrgäste weg. Vor anderthalb Jahren hat er sein Taxi aufgegeben, ein echter Spritfresser. Es wurde verschrottet aus dem Verkehr gezogen. Er hat es eingetauscht gegen einen sicheren Arbeitsplatz bei Rea Vaya, dem ersten Schnellbussystem Afrikas. Er fährt durch Soweto und sammelt Pendler auf dem Weg zur Arbeit ins Zentrum Johannesburgs ein. Jeden Morgen steigt dieses Pärchen zu. Die einfache Fahrt kostet 10 Rand 50. Umgerechnet rund 1 Euro. Es ist sehr sicher und es geht sehr schnell, weil der Bus nie im Stau steht. Die Taxis stehen ständig im Stau. Deshalb zahlen wir den Fahrpreis gerne. Und es gibt keine Schlange. Vor den Taxis gibt es oft eine. Kerwin Abdul hat freie Fahrt. Er biegt auf die Busspur ein. Er hat seine Entscheidung, Busfahrer zu werden, bis heute nicht bereut. Wir arbeiten im Schichtdienst. 6 Tage die Woche, 8 Stunden. Man verdient ein Gehalt, mit dem man klarkommt. Man bekommt regelmäßig Geld und kann sich um die Familie kümmern. Von ihren Zubringerbussen steigen die meisten Fahrgäste hier in den Rea Vaya Schnellbus nach Johannesburg um. Alle 3 Minuten kommt einer. Hier ist es für mich viel besser. Im Bus kann ich entspannen, anders als in den Taxis, weil es hier Sitzplätze für Schwangere gibt. Statt mehr als einer Stunde mit dem Sammeltaxi brauchen die beiden jetzt nur noch eine halbe Stunde zur Arbeit. Darauf können sie sich verlassen. Mittlerweile ist Kerwin Abdul an der Endhaltestelle angekommen. 143 Busse hat Rea Vaya neu gekauft. Er liegt genau im Fahrplan und kann 10 Minuten Pause machen. Nach dem Motor muss er nur selten schauen. Das sind sehr gute Motoren. Wir haben fast keine Pannen und der Verbrauch ist niedrig. Davon profitiert die Umwelt und das Klima, weil ein moderner Bus 6 alte, stinkende Sammeltaxis ersetzt. Das Bussystem durchgesetzt hat Rehana Mosachi. Sie ist die Stadträtin für Verkehr in Johannesburg. Die Stadt musste entscheiden, irgendwo anzufangen. Weil Soweto sehr bevölkerungsreich ist, haben wir dort begonnen. Und natürlich muss das Schnellbusprojekt eine Stadt einbinden, die unter der Apartheid geplant wurde. Anders als viele andere Städte muss sich Johannesburg mit einem ausufernden Stadtgebiet herumschlagen. Vier Millionen Einwohner quälen sich jeden Tag durch die riesige Stadt. Abends und morgens kommt es zu kilometerlangen Staus. Das will die Stadträtin für Verkehr ändern und immer mehr Autofahrer zum Umsteigen bewegen.
Die Bushaltestellen gehören inzwischen zum Straßenbild von Johannesburg. Die Bürger wurden bei der Planung beteiligt. Die Fahrgäste können mit dem Umfeld interagieren. Natürliches Licht fällt ein und die Belüftung erfolgt auch natürlich. Das zahlt sich besonders in den sehr heißen Sommern in Johannesburg aus. Überwacht werden die Haltestellen durch solche Kameras, die mit der Einsatzzentrale verbunden sind. Umgerechnet 300 Millionen Euro hat die Stadt bislang in das grüne Verkehrsprojekt investiert. Doch die Fahrer der Sammeltaxis wollten sich ihr Geschäft nicht kaputt machen lassen. Es gab unerfreulicherweise Gewalt gegen Pendler, die mit unseren Bussen gefahren sind. Ein Fahrgast wurde getötet in einem Bus und eine Reihe weiterer wurden angeschossen und verletzt. Das war zu einer Zeit, als das Bussystem erst kurz in Betrieb war. Seit mehr als 2 Jahren allerdings hat es keine Gewalt mehr gegeben. Die Zahl der Fahrgäste hat sich inzwischen fast vervierfacht auf 42.000 am Tag. Die Firma sollte sich darum kümmern, mehr Busse bereitzustellen für all die Fahrgäste. Vor allem während der Hauptverkehrszeit wird es eng. Inzwischen wird er von seinen ehemaligen Taxifahrerkollegen sogar beneidet. Kerwin Abdul hat nach 8 Stunden Arbeit pünktlich Feierabend.